Tag auch, schön, dass ihr da seid beim Q&A zur letzten Folge über Nationalismus und Patriotismus. Wir quatschen gar nicht großartig vorweg, sondern starten direkt durch. Es gab nur zwei Rückmeldungen dieses Mal, die wir wirklich verwerten können. Ansonsten gibt's immer natürlich dieses Mal dann wieder, letztes Mal ist es ja ausgefallen, die Anekdote der Woche. Und jetzt kommt die Anekdote der Woche. Ja, meine Anekdote ist aus meiner aktiven Zeit in Köln. Und zwar damals, wo das autonome Zentrum noch in Köln-Kalk war, gingen wir, also ich mit ein paar Leuten, nach irgendeiner Veranstaltung, die wir da organisiert haben, vielleicht war es auch nur ein Kneipenabend oder so, wo wir waren, gingen wir auf jeden Fall nach Hause und liefen an so einer linksalternativen geprägten Kneipe vorbei, die in der Nähe von dem autonomen Zentrum Köln-Kalk war. Vielleicht einige von euch kennen das, Trashig. Zu der Zeit war WM. Und im Trashig sammelten sich irgendwie Fußballfans, also da wurden da Deutschlandspiele gezeigt und damals war das so ein großes Thema dann für uns. Wir auf jeden Fall auf der anderen Straßenseite in schon etwas größerer Distanz dazu montierten dann irgendwelche Nationalfahnen von so einem Kiosk ab, irgendwelche Fahnen. Die Leute, die da Fußball geguckt hatten, haben das eben mitbekommen, stürmten dann aus diesem Laden raus, konfrontierten uns dann eben, dass wir hier die Fahnen wieder rausrücken sollen. Das war so eine Girlande. Wir machten uns halt an, schrien halt rum und so weiter. Der Betreiber von dem Laden, der Chef da, kam dann raus, wirkte dann nicht beruhigend auf seine Gäste ein, sondern macht halt so, ja, rück doch raus und so, also macht noch so ein bisschen mit. Die haben natürlich dann nicht die Girlande wieder zurückbekommen. Und im Nachhinein haben wir das dann beim autonomen Zentrum gepetzt, dass das halt passiert ist, weil der Typ halt so ein Unterstützer auf dem autonomen Zentrum war. Dann hat er halt Hausverbot deswegen bekommen für eine Zeit lang im autonomen Zentrum. Ja. Stark. Stark. Ja, ist ein bisschen weird. Ich würde jetzt auch nicht heutzutage mehr meinen Hauptaktivismus, wobei ich das auch damals nicht gemacht habe, darauf reduzieren, rumzurennen und irgendwelche Nationalfahnen abzuknipsen, aber ja, das ist auf jeden Fall meine Anekdote. Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen rum überlegt, gerade in Bezug auf linken Nationalismus, weil da sicherlich man einige spannende Sachen noch aus meiner antideutschen Zeit hätte erzählen können. Von griechischen Nationalisten, die zusammen mit Israel-Fahnen dann irgendwelche Fotos gemacht haben und sich als antideutsch bezeichnet haben. Über meine eigenen Verfehlungen, wie beispielsweise die schöne Demo in Bochum-Hustadt, falls ihr das noch mitbekommen habt, wo wir im Nachhinein mit Steinen beworfen wurden. Aber mir fällt eigentlich immer diese eine Anekdote ein zu Nationalismus und wie das den Blick der Menschen auf Sachen verkehrt ist. Ich hatte damals recht viele bosniakische und kroatische Freunde und immer wenn wir mit dem Vater von meinem besten Freund da zusammen im Auto gefahren sind, hat er seinen gesamten Hass auf Serben weltweit darin stunk gemacht, dass er jeden Autofahrer, der ihm die Vorfahrt genommen hat oder der ihn angehupt hat, als Serben bezeichnet hat. Und wir dachten halt immer am Anfang, dass es einfach nur so eine einfache Beleidigung für ihn war, dass er diese Leute als Serben bezeichnet hat. Aber als wir dann mal mit ihm ins Gespräch gekommen sind, also ihn dann nochmal so nachgefragt haben, so, ja, das war ja doch jetzt kein Serbe, wie kommst du da drauf? Hat er tatsächlich immer drauf bestanden, dass er irgendwo einen serbischen Sticker auf dem Auto entdeckt hat oder eine kleine Girlande, die so an dem Rückspiegel hing und wirklich immer darauf bestanden hat, dass die Person, die ihm gerade die Vorfahrt genommen hat, auf jeden Fall ein Serbe sei. Sein muss. Das stand dann sehr stark für mich, für die Art und Weise, wie Nationalismus einem dann die Sicht verschränken kann. Trotzdem sehr guter Mann und witzigerweise hat das auch bei mir dazu geführt, dass ich eine Zeit lang echt Serben für extrem furchtbare Menschen gehalten habe, weil ich immer nur die Geschichten über Kriegsverbrechen und den schlechten nationalistischen Charakter von Serben gehört habe. Aber ich wurde dann später auch eines Besseren belehrt. Okay, die erste Rückmeldung kommt von Anarchwie. Das ist auch ein neuer anarchistischer Podcast. Grüße gehen raus. Hört auch mal bei dem Genossen rein. Ist noch ganz frisch, aber finden wir auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Also auch mit einer anarcho-kommunistischen Ausrichtung. Das ist doch aus der Schweiz, ne? Genau. Ja, der spricht auch sehr süß, Leute. Frage noch zu eurer neuen Folge, die natürlich wieder top ist. Wie soll es auch anders sein? Gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist eine neue Art von Nationalismus in EU-Europa aufgekommen. Eine Art europäischer Nationalismus. Würdet ihr den gleich bewerten wie andere Nationalismen, eventuell sogar noch stärker in Verbindung bringen mit dem imperialistischen, kolonialen Nationalismus des 19. Jahrhunderts? Ich nehme ihn als eine zentrale neoliberale Idee wahr, die sich auch gerade in der Flüchtlingskrise verstärkt zu haben scheint.
Eine weitere Frage. Werdet ihr noch was zum Thema Internationalismus machen? Gerade die Themen Internationalismus, Antinationalismus, die einige Linke als unterschiedlich betrachten, finde ich spannend, weil meines Erachtens der Antinationalismus den Internationalismus bedingt. An Demos können sich einige nicht entscheiden, ob sie nun hoch die internationale Solidarität oder die antinationale Solidarität rufen möchten. Dann erstmal zum EU-Imperialismus. Also ich denke, dass der EU-Nationalismus nochmal anders als die jeweiligen lokalen Nationalismen funktioniert. Zum einen muss man, glaube ich, sagen, dass der Zusammenhalt der EU nochmal ein anderer ist, als wir das mit anderen tatsächlich vereinten Nationen haben, wie jetzt beispielsweise die USA werden ja immer gegenübergestellt mit den einzelnen States und dem Hauptstaat. Das ist natürlich nicht das, was die EU ausmacht. Deswegen ist nicht nur dieser zusammenhängende Nationalismus viel schwächer, sondern auch diese gemeinsame Perspektive. Auch wenn diese verschiedenen Formen von staatlichen Bestrebungen und Imperialismus der einzelnen Staaten sich dann in Punkten auch immer wieder vereinen und natürlich zusammenarbeiten für verschiedene Ziele, ist es ja trotzdem so, dass immer noch die europäischen Staaten konkurrieren. Und das sieht man ja auch einfach an dieser ganzen Konkurrenz beispielsweise von Nord- und Südeuropa, dem Austritt Großbritanniens, immer wieder wirtschaftlichen Kämpfen zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist eben nicht die vereinte Kraft, wie die EU-Liberalen sich das wünschen würden. Und auch solange die EU nicht diese ganzen Staaten auf sich wirklich vereinen kann, mit einer tatsächlichen Perspektive auf so ein supranationales Gebilde, was stark zusammenarbeitet, wird das auch weiterhin so sein. Und ich glaube, da machen sich die EU-Nationalisten auch etwas zu viel Hoffnung. Ich würde das auch nicht stärker irgendwie mit dem kolonialen und imperialen Nationalismus, wie du das beschrieben hast, in Verbindung bringen als die lokalen, weil gerade der EU-Nationalismus verkauft sich ja immer gerne als die kosmopolitische Variante zu dem engstirnigen rechtspopulistischen oder rechtskonservativen Nationalismus, wie das die AfD oder die herrschenden Parteien in Polen oder Ungarn vertreten. Und der verkauft sich ja wirklich eher darüber, dass er für Menschenrechte eintritt, dass er LGBT-freundlich ist, dass er Geflüchtete aufnehmen möchte und dass bei ihm alle willkommen sind, solange sie sich als diese europäische Wertegemeinschaft verstehen. Ich denke, in Teilen ist das dann auch einfach, wie wir es auch beim liberalen Nationalismus in der Folge gesagt haben, viel gefährlicher als der ordinäre rechtspopulistische, rechtskonservative Nationalismus, weil er eben sehr stark verschleiern kann und ich glaube, Leute viel eher einlullen kann für seine Idee, als eben diese hässlichen Fratzen des Nationalismus. Da muss man ja nur einmal mal durch Kreuzberg oder Friedrichshain, wie ich es leider Gottes einmal zur Europawahl gemacht habe, gehen und dann sieht man diese ganzen Leute, die sonst eigentlich vielleicht sogar vielen unserer Ideen zuträglich sind, in ihren schäbigen EU-Hoodies in einem Café sitzen und Sojalatte schlürfen. Aber auf jeden Fall danke dir für das Thema nochmal, dass du es nochmal aufgemacht hast, weil das haben wir nicht so ganz behandelt in der Folge. Ich finde auch, dass die Volt-Partei ist ja so der stärkste Ausdruck von dieser Entwicklung. Also dieser Versuch, das, was du, Joshua, beschrieben hast, zu vereinheitlichen oder dass man so ein vereintes, geeintes Europa unter eben diesem EU-Nationalismus zusammenführt. Das ist ja eigentlich so die Mission von der Volt-Partei. Die ist ja extrem schwach weiterhin und ich sehe jetzt auch nicht, dass die eine sonderlich große Kraft wird. Also, dass sie ein bisschen wachsen wird, davon gehe ich schon aus, dass das jetzt in manchen, vor allen Dingen Hauptstädten in der EU schon auch eine gewisse Bedeutung erlangen kann, davon gehe ich auch aus. Aber ich glaube nicht, dass die Volt-Partei jemals die zentrale oder eine der zentralen politischen Parteien in der EU werden kann. Aber es ist dennoch spannend, das nochmal zu benennen, dass sich das eben auch in diesem Parteienspektrum dann ja auch letztendlich wiederfindet. Das zweite, was du geschrieben hast zu Internationalismus, Antinationalismus, da hatten wir dir ja schon gesagt, dass wir da vielleicht auch nochmal eine Folge explizit nochmal zu machen. Wäre auf jeden Fall nochmal ein spannendes Thema, was jetzt diese Demo-Geschichte angeht, mit was man jetzt ruft und so. Ja, ich finde das mittlerweile eigentlich ziemlich lächerlich. Ich war auch immer einer früher, der dann, wenn dann die Kommunisten gerufen haben, internationale Solidarität, dann immer ganz laut Anti noch davor und ich finde es halt lächerlich mittlerweile, ne? So diese Gang damit, rufen in der Regel halt mittlerweile auch eigentlich einfach internationale Solidarität. Es ist halt total egal. Es ist halt so ein Ding, was das schert dann halt nur so ein paar Szeneleute letztendlich auf so einer Demo und außerhalb der Demo denken die Leute, verstehen das die Leute einfach überhaupt nicht, was das soll, warum man da jetzt gegeneinander ruft oder so. Weil das ist, glaube ich, auch die Sache. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da wirklich inhaltlich stark was hintersteht, dass man tatsächlich eine Debatte über die Frage der Nation in einem linken Kontext auf dieser Demo geführt hat, sondern von Anfang an war man eigentlich
klar, dass es da nur um einen Kampf zwischen eher anarchistisch ausgerichteten und eher traditionell kommunistisch ausgerichteten Kräften gibt, die sich da versuchen niederzubrüllen. Und ich würde es auch ähnlich sehen und ich würde vielleicht auch nochmal den Punkt für internationale Solidarität stark machen, dass einfach das eine Parole ist, die extrem viele Leute kennen und die gerade von migrantisch geprägten linken Organisationen in Deutschland eigentlich immer sehr gerne gerufen wird. Antinational ist einfach keine sonderlich beliebte Parole. Diese Trennung da aufzumachen zwischen Anti und international finde ich an dem Punkt einfach nicht so relevant. Da könntet ihr lieber, also an die Leute gerichtet, die das rufen, vielleicht ein paar Texte zuschreiben. Die nächste Rückmeldung ist von Cole Prende Fuego. Es war eine sehr interessante Folge, aber es wurden ein paar Sachen vergessen. Die Definition des Volks an sich spielt eine sehr wichtige Rolle in Befreiungsbewegungen. Zum Beispiel im Euskal Herria, das ist die Befreiungsbewegung vom Baskenland, gehört jeder, der da lebt und Euskera, also baskisch, spricht, dazu. Es wurde auch vergessen, wie viele von denen sich miteinander verbinden. Ein Beispiel dafür ist die kanarische Befreiungsbewegung, die sich mit dem Kampf der Sahauris verbunden hat. Die Sahauris, das ist eine Befreiungsbewegung in der Westsahara. Vielleicht habt ihr da schon von der Polisario Liberation Front, heißt die, glaube ich, gehört. Die haben zuerst einen antikolonialen Befreiungskampf geführt und später wurde die Westsahara zwischen Mauretanien und Marokko, das sind die angrenzenden Staaten, aufgeteilt und die Sahauris haben dann weiter den Kampf gegen Mauretanien und Marokko geführt. Inzwischen kontrolliert nur noch Marokko die Westsahara und ein kleiner Strich im Osten von ehemalig Westsahara wird noch von denen kontrolliert und auch in annähernden Geflüchtetenlagern in benachbarten Staaten ist diese Befreiungsbewegung noch aktiv. Noch eine Sache, was ich vergessen habe. Viele AnarchistInnen in Spanien haben für Befreiungsbewegungen gekämpft, wie Secundino Delgado auf den Kanaren und viele Gruppen der CNT im Baskenland und Katalonien. Letzteres hatten wir, glaube ich, schon mal angeschnitten in irgendeiner Folge. Ich glaube, das war auch zu anarchistischer Kultur. Oder kann auch sein, dass das in der Folge war zu, was Anarchismus nicht ist, zu Nationalanarchismus. Das gibt es und gab es natürlich. Und es gibt Fälle, wo ich das auch als nicht sonderlich negativ bewerten würde, weil dann die entsprechenden AnarchistInnen eher so eine Form von, ja, Heimatdefinition letztendlich vorgetragen haben. Aber es gibt auch durchaus an den Rändern des Anarchismus in kleinem begrenztem Maße sehr bedenkliche national-anarchistische Tendenzen, die aber eher aus einer faschistischen Ecke kommen und eher so eine Form von Querfront aufgemacht haben. Aber was jetzt die CNT da im Einzelnen gemacht hat, da kennen wir uns auch zu wenig aus, um dazu was sagen zu können. Du hast auch, glaube ich, im ersten Punkt nochmal eine wichtige Definition ausgemacht von dem, wie dieser linke Nationalismus dann häufig aussieht. Weil das ist ja nun wirklich nicht nur im Baskenland und der baskischen Befreiungsbewegung so, sondern das gibt's ja auch in vielen anderen Ecken und Enden. Beispielsweise ist das auch vielfach im irischen Nationalismus so wiederzufinden oder im katalonischen Nationalismus. Das ist da auch eher natürlich auch daher gegeben, weil das einfach Länder sind, in denen es eine verstärkte Einwanderung aus anderen Teilen der Welt gibt, hat sich da so eine Identität rausentwickelt, die einfach eine Lokalidentität aufbaut, auch mit den kulturellen Gegebenheiten wie der Sprache, den kulturellen Festen, aber diese eben offen hält für Leute, egal welcher ursprünglichen Herkunft auch immer. Und das ist natürlich ein starker Unterschied zu dem, wie Nationalismus sich häufig sonst aufbaut. Es gibt auch linksliberale Beispiele dafür, wie beispielsweise der schottische Nationalismus, der sich recht ähnlich definiert. Aber was man, glaube ich, dazu sagen muss, auch wenn der baskische Nationalismus und der irische und der katalonische Nationalismus da sicherlich ziemliche Positivbeispiele sind mit dem kanarischen Nationalismus, den du dann noch erwähnt hast, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie genau der jetzt aufgebaut ist, auch wenn ich weiß, dass es da linke Bewegungen gab, aber auch in letzter Zeit eine verstärkte rechte Bewegung aufgrund der hohen Rate an Geflüchteten, die auf den Inseln ankommen, ist es ja so, dass es trotzdem in all diesen Nationalismen auch immer wieder ziemliche Negativbeispiele gibt und auch in so einer Befreiungsbewegung der Kampf dann immer gegen diese reaktionären Elemente geführt werden muss. Weil sowohl im Baskenland gab es wirklich antispanische Bewegungen, die dann auch Hass auf die Zivilbevölkerung geschürt haben oder in Nordirland noch viel stärker und auch in Katalonien gibt es teilweise dann liberale Elemente, die da einfließen und die dann wirklich einfach nur eine Lossagung von Spanien und den reaktionären Armen sonstigen Spaniern haben wollen und
wo dann wirklich die Klassensolidarität komplett flöten geht. Und das, finde ich, ist dann auch immer der wichtigste Punkt an diesen ganzen Nationalismen. Ich messe das halt wirklich an dem Klassencharakter, den die haben. Weil wenn es einfach nur um eine Befreiung geht, um halt die Sprache sprechen zu können und einen eigenen Nationalstaat zu haben, der ein bisschen weiter links ist, kann man hier und da sicherlich auch seine Sympathien dafür nicht verbergen. Aber es ist in vielen Punkten dann auch einfach extrem schädlich für den Zusammenhalt der kämpfenden Klasse in der jeweiligen Region. Ja, volle Zustimmung. Und damit schließen wir auch heute unser Q&A. Schickt uns gerne bei kommenden Folgen wieder etwas mehr Rückmeldung, die wir verwerten können für das Q&A. Ansonsten hören wir uns dann diesen Sonntag wieder und Glück auf!